Wir haben Tag 1 der DM Exco jetzt erfolgreich hinter uns gebracht, könnte man sagen. Und was könnte es nicht Besseres geben, als jetzt mit dem Chief Advisor, mit Dominik Mattiker selbst nochmal zu sprechen. Es ist später Nachmittag. Du hast es also, wie gesagt, Tag 1 fast hinter dich gebracht. Was ist so dein persönliches Fazit? Wie fandst du es? Also ich finde es super. Die Leute sind happy. Die Speeches auf allen unseren Konferenzen sind brechend voll. Ich bekomme unheimlich positives Feedback. Ich bin ja der erste Freund aller unserer Besucher in der App. Das heißt, alle haben irgendwie meine Telefonnummer. Ich bekomme andauernd irgendwie SMSs oder WhatsApps von Leuten, die ich nicht kenne. Und die dann alle schreiben, super geil, super international, beste Show ever. Also ich bin durchaus happy. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber gut, das konnte ich mir nicht aussuchen. Man kriegt ja hier sowieso nur Messeluft mit und da ist es letztendlich auch egal. Gut gekühlte Hallen, muss man sagen. Was ist denn so von den Inhalten her dein persönliches Highlight gewesen? Also wer war ein absoluter Wunschkandidat, den du auch tatsächlich auch hierher bekommen hast und wen hast du sehr, sehr gerne gehört als Keynote? Also um ehrlich zu sein, habe ich persönlich momentan noch sehr wenige Keynotes gehört, weil ich die ganze Zeit nur in Terminen bin. Ich glaube, Jimmy Wales ist mal so mein persönlicher Held, weil ich zumal Wikipedia fast jeden Tag nutze in irgendeiner Art und Weise und ein unheimlich sympathischer Charakter, der mit Ralph Simon kam, den ich auch überaus schätze. Ich glaube mit Stephanie Buscemi, einer der wichtigsten Führungskräfte von Salesforce, hatten wir auf jeden Fall eine Wucht auf der Bühne. Die finde ich auch persönlich einfach unheimlich nett. Das waren so zwei Highlights für mich persönlich, aber die ganzen Stages sind voll. Also ich habe gerade gehört, dass die Kollegen, die Produktleute von Spiegel Online, ich bin Spiegel Online-Leser, ich weiß nicht, ob ich hier mich falsch oute, aber... Ich auch. Ach, du auch, wunderbar. Also die Produktleute von Spiegel Online, die waren total verblüfft, wie geil das alles hier ist. Und das sind ja jetzt nicht so unsere gängigen Speaker und die fanden es auch toll. Also ich bekomme zumindest nur positives Feedback. Ich hoffe, da ist nicht zu viel Bias drin, weil viele, viele Freunde da drunter sind. Und ich freue mich natürlich auf die Abschluss-Keynote mit Yext, wenn es dann heißt, Who Killed Dominik Mattiker? Wir sind schon gespannt, was es damit auf sich hat. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein Gedanke ist, den der eine oder andere ganz gut findet. Letztendlich, also ich meine, du legst hier ein Bomben-Event hin. Wer würde es sich nicht wünschen, dass es so weitergeht? Wie verhält sich das denn mit diesem Community-Ansatz? Also du bist ja vor fast 2 Jahren, jetzt anderthalb Jahren, angetreten und hast gesagt, du möchtest mehr einen Community-Ansatz fahren. Wie äußert sich das in der Praxis? Du, in der Praxis ganz einfach. Wir haben jetzt in anderthalb Jahren 400 Stories publiziert. Wir haben Dutzende Studien rausgegeben. Wir haben 35 Podcasts aufgenommen. Mit wirklich, also der letzte Podcast war, ich weiß gar nicht, ob ich Zahlen nennen darf, aber im hohen fünfstelligen Bereich, was für uns, wir haben es kaum selbst geglaubt, also es war mega. Wir haben jetzt die App gelauncht in so einer, ich sag mal, Version 1.0. Tech-Plattformen sind ja nie fertig, aber wir sehen die Zahlen, wie viele Leute tatsächlich nach einem Contact-Request aussehen, wie viele sich connecten, wie viele akzeptiert werden. Und das ist im sechsstelligen Bereich. Und das ist natürlich Hammer, wenn wir sehen einfach, dass Leute sich über diese Plattform halt auch im Vorfeld und während der Messe austauschen. Und wir sind durchweg happy, was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt Luftsprünge mache, weil als Unternehmer bin ich eigentlich nie happy. Es muss immer weitergehen, jetzt nicht größer, schneller, toller, sondern halt einfach noch mehr auf Augenhöhe mit allen unseren Partnern sprechen, wie mit euch, um zu schauen, was können wir noch ändern, was können wir noch verbessern, um die Plattform DM Exco noch besser auszurichten auf eure Bedürfnisse und Interessen. Ich wollte gerade fragen, also letztendlich geht es ja gar nicht um die Quantität, weil ich finde, es wird immer fälschlicherweise viel von Quantität gesprochen, aber daran sollte es sich ja gar nicht messen. Es gibt viele Stimmen aus der Branche, die sagen, ihr habt schon so ein geiles Programm, wir wissen gar nicht, wann wir wohin gehen sollen. Also da wäre eher kleiner und eine hohe Qualität besser. Was sind denn so deine Vorstellungen jetzt für die nächsten Jahre? Du bist ja nicht angetreten, um jetzt nach anderthalb Jahren irgendwie wieder zu gehen, sondern verfolgst wahrscheinlich eine langfristige Strategie. Ja. Und das ist eine sehr gute Frage, die könnte ich jetzt ausfüllen mit einer Antwort über eine halbe Stunde. Aber du hast irgendwo Recht und irgendwo Unrecht. Ja. Quantität spielt natürlich eine Rolle, aber jetzt nicht in der absoluten Zahl. Faktisch ist es ja so, dass du an einem guten Tag vielleicht 8 bis 10 qualitative Termine, Gespräche haben kannst. Was nicht bedeutet, dass ich möchte, dass du mit 8 oder 10 Kontakten hier rausläufst. Du sollst am liebsten mit 50 rauslaufen pro Tag. Und deswegen schaffen wir halt Tools, um einfach die Frequenz, die Kontaktfrequenz zu erhöhen. Wie zum Beispiel unsere ganzen app-basierten Lead-Tracking-Produkte. Ich glaube, das, was uns auszeichnet, ist einfach schon dieser sehr, sehr gesunde Nukleus, diese Plattform, die wir weiterhin ausbauen wollen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel mit sehr, sehr großem Erfolg den Corporate Venture Capital Summit gelauncht, brechend voll, super Feedback der Teilnehmer.
Und das haben wir auch nicht alleine gemacht, sondern in Verbindung mit dem Corporate Venture Capital Magazin und mit dem VC Magazin. Und ich glaube, wir sprechen derzeit so mit ungefähr 15 verschiedenen Partnern, um zu schauen, wie können wir die Plattform D-Mexico, ja, mit so einem Event-in-Event-Konzept noch weiter ausbauen. Wie können wir verschiedene Verticals aufmachen, die relevant sind für die Branche? Also denk jetzt einfach mal an Developer und Tech, denk jetzt einfach mal an vielleicht E-Sports, denk an das Thema Entertainment, denk an einfach verschiedene Verticals, die tatsächlich schon irgendwo hier präsent sind, aber noch nicht die Bühne haben, die vielleicht diesen Themen in ihrer Größe einfach, also nicht so groß genug, wie man sie eigentlich bräuchte, lass uns mal so formulieren. Und wir glauben halt auch zeitgleich, dass wir nicht alles selbst machen wollen. Es gibt halt einfach für verschiedene Verticals einfach Experten, und wir versuchen, diese Experten davon zu überzeugen, dass ein Event-in-Event-Konzept, ja, separate Tickets, separate Stage etc. für sie besser ist. Faktisch dieses größer, größer, größer. Ich bin ein unheimlicher Freund dieses Modells Utilization of Time. Ja, und ich nutze da folgendes Beispiel ganz gerne. Allein in Berlin, da wo ich wohne, gab es letztes Jahr zum Thema digitales Marketing 400 Events. So, und ich glaube, das ist einfach zu viel. Ich kann ja kaum irgendwie 50 besuchen. Was ist viel besser oder wie man es viel besser machen sollte, meiner Meinung nach, diese 3, 4, 5 globalen großen Events, wie jetzt vielleicht eine CES, wie eine, vielleicht eine Cannes, eine MWC, eine D-Mexico, wenn man die einfach nimmt und Ökosysteme baut und dann eine Orientierung schafft, dass wir jedem Besucher genau das liefern, was seine Zeit am besten ausnutzt. Und das ist ein weiter Weg, aber da geht es um das Thema Individualisierung, Personalisierung, da geht es um das Thema herauszufinden, was sind denn die Bedürfnisse und Interessen, so dein Profil zu haben, um das Programm möglichst an dich maßzuschneidern. Ganz große Herausforderung, aber ich glaube, eine sehr spannende. Riesenherausforderung, aber letztendlich auch das, worum die Digital-Marketing-Szene ja sich im Moment auch dreht, das ist immer größere Individualität. Wie sieht es denn so mit den internationalen Gästen aus? Ist das was, was du dir wünschen würdest, was sich noch verstärkt in den nächsten Jahren? Ist es einfach, die Leute nach Deutschland als Standort zu bekommen? Ist der sexy genug oder gibt es da tatsächlich noch Nachholbedarf? Oh, das ist eine gute Frage. Man kann sie nicht wirklich pauschal beantworten. Also ich habe gerade eine Message bekommen von irgendeinem Gast, die Maxwell, dieses Jahr viel internationaler als sonst. Toll. Von einigen höre ich genau das Gegenteil. Es ist unheimlich schwierig. Also wenn man in die Zahlen reingeht, das ist ungefähr gleich wie im letzten Jahr. Fakt das ist, sind dann 20%, 10%? Nee, es waren, glaube ich, 35 oder 40. Ach, das ist okay. Ja. Aber die Frage ist doch eigentlich die, wie schaffen wir es noch mehr, diesen globalen Charakter, der D-Mexico, egal wo die D-Mexico stattfindet, jetzt ist es nur mal in Köln, ja, aber nach außen zu tragen. Und Internationalisierung ist, glaube ich, für extrem viele Ausstellerpartner sehr, sehr wichtig, weil du musst dir einfach vorstellen, die Companies, die Tech-Companies, die hier sind, die werden irgendwann mal aus Europa heraus internationalisieren. Und da bieten wir eine ganz gute Plattform, wenn wir sie halt mit amerikanischen Kollegen, mit amerikanischen Trade Associations etc. zusammenbringen. Und zeitgleich haben wir viele Brands aus den USA, die natürlich, oder aus Asien, die natürlich hierher kommen wollen. Ja? Und man sieht es an Companies dieses Jahr wie TikTok, die zum ersten Mal da sind. Hammer, Asana, Slack, aber auch eine Softbank. Ja? Das sind einfach tolle internationale Aussteller. Und mir geht es weniger um so einen glamourösen Faktor, der ist mir eigentlich total egal. Mir geht es einfach darum, es gibt Companies, die eine internationale Bühne brauchen. Und ich glaube, wir sind mit der D-Mexico in der Lage, diese zu bieten, diese weiter auszubauen. Und einfach ist es nicht. Ne? Also Thema Climate ist ein riesen Thema. Wurde auch bei uns in der Keynote angesprochen und vielen anderen auch. Und da ist das Thema international fliegen für 2, 3 Tage. Ja, das macht es gerade nicht einfacher. Ne? Und du sagst ja, wen wünsche ich mir hier noch her? Oder wäre meine nächste Frage gewesen. Fanny, es gibt so viele und doch so keinen. Ich glaube, wir müssen immer die Waage halten zwischen Personen, die vielleicht eine mediale Strahlkraft haben. Je größer die Person und je börsennotierter das Unternehmen dahinter, desto faktisch weniger inhaltliche Aussagen kann diese Person in einem öffentlichen Raum machen. Das muss uns auch allen bewusst sein. Nichtsdestotrotz brauchen wir diese Personen, weil sie natürlich wiederum andere Personen ziehen. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir mit Judith Kühn und ihrem Team dieses Jahr, vor allem auch das Konferenzprogramm, endlich mal greifbarer, fundierter gestaltet haben. Das heißt, du hast vielleicht mehr tiefer ein Wissen, was vermittelt wird. Das ist extrem wichtig. Also die Seminare, da waren wir extrem schnell ausverkauft. Also unglaublich, wie das Thema Content oder Wissensvermittlung über Content funktioniert. Ich persönlich hatte so eine kleine Anekdote. Ich habe dieses Jahr
auf der TED-Conference in Vancouver den Kimball getroffen, Kimball Musk, Ellens Bruder, ja. Mega geiler Typ, und wir haben halt ein bisschen gequatscht und dann haben wir halt geschrieben die ganze Zeit, dann hat er sein Comms-Team reingenommen, ja, und die erste Frage war so, weil er hat irgendein Meeting am 9. gehabt in, keine Ahnung, New York, Dallas, irgendwo in den USA. Und so die erste Frage, by the way, is there anything like DMX happening in the US too? We'd love to participate. Dann war ich so, nein, ja, und wir zahlen ja nie für unsere Speaker. Und entsprechend ist es, ich würde sagen, es ist nicht schwierig, aber es ist doch schwierig. Es ist schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass sich 2-3 Tage lohnen. Es ist, jeder, der kommt, der hat eine Agenda. Der braucht auch eine Agenda. Also du gewinnst heutzutage auf Basis der beschränkten Zeiten keine Person mehr, wenn diese Personen keine Agenda haben. Und die Agenten zu verstehen, sie zu lernen und sie dann auch inhaltlich in ein Konferenzprogramm dieser Größenordnung mit 600 Speakern halt auch einzubauen, ist eine mega Herausforderung. Ja. Vor allem, weil die Leute teilweise 3 Jahre im Voraus irgendwie von 8 Assistentinnen ausgebucht sind. Das ist Wahnsinn. Umso größer ist dann ja die Auszeichnung. Also ich finde das toll, dass du auch sagst, okay, die kommen ohne Gage, also irgendwo mit einem Eigeninteresse dahinter, ja, dass sie dann kommen, dass, ja, sie die Mexiko also noch so eine Stahlkraft hat, dass diese Magneten wirken und also diese, ja, Leute wie Slack oder so wirklich auch nach Köln gezogen werden. Ja, ja, also finde ich auch klar, ne, also ohne jetzt Freunde anzugreifen in der Branche, aber Barack Obama, toll. Ja, der war jetzt 2-mal in Deutschland, glaube ich, dieses Jahr. Ist kommt ein, jetzt noch auf die Bits genau, and Pretzels. Genau, ne? Und ich liebe Felix und Andy und ich mag die Jungs und die machen ein mega geiles Event und das ist das Event für die Startup-Branche hier in Deutschland. Mhm. Nichtsdestotrotz würden wir niemals das Geld ausgeben für einen Barack Obama, für die Strahlkraft, weil das repräsentiert einfach nicht unseren, ja, unseren Kern der Message, den wir vermitteln wollen, dass du was mitnimmst, was dich inspiriert für dein tagtägliches Leben. Ja. Das sind Leute, die, ja, too viel Glamour. Wir wollen ja eigentlich weg vom Glamour hin zum effizienten, experiential, entertaining Business. Und Inhalten vor allem. Ja, Inhalte, ja. Also es ist ganz krass, wie, also ich meine, Salesforce hat eine eigene Bühne jetzt aufgebaut mit der How-To-Stage, Spryker hat eine eigene Bühne. Es gibt so viele Partner hier, die auch über eigene kleine Bühnen, ob per Silent oder offen, ihre Inhalte, ihre Produkte und Services halt kommunizieren. Und die sind immer rappelvoll. Ja? Also World of Agencies zum Beispiel, ich habe Bilder geschickt bekommen. Die Bühne war, glaube ich, ausgelegt auf 150 Sitzplätze und... Oh, lass mich nicht anlegen, so 100 Stehplätze, so 250 Leute. Mhm. Und ich habe Bilder bekommen, da waren bestimmt 400 da. Ja? Und da merken wir halt schon, dass vor allen Dingen, es ist jetzt nicht mehr so, wie es früher war, ne? So Trade Floor, du stellst da einfach mal irgendwie ein paar Sitzstühle und irgendwie einen Stand hin. Nein, es geht darum, halt integrativ, holistisch seine Produkte und Services auch in Form von Case Studies und Demos und Panels und wirklich Gespräche mit Leuten zu präsentieren. Und da ist jeder Aussteller ziemlich gleich mittlerweile. Was uns auch wieder zurückführt zu deinem Motto, weil du hast ja auch ausgerufen, Trust in You, und ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass eben Marketing auch nicht mehr so plakativ funktioniert, sondern nur mit dem Vertrauen und wirklich ja, zielgerichteten und individualisierten, passenden Inhalten, die die Marken ausstrahlen müssen und austeilen müssen, yes, um letztendlich das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Ja, also Trust in You war ja oder ist das Motto. Ich glaube, das ist ein Motto, was die komplette Branche gerade bewegt. Der OWM hatte das ja auch in seinen Statements aufgeführt. Ich glaube, wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, würde man sagen, vertraue dir selbst, vertraue in die Fähigkeiten und wir vertrauen auch dir. Und das mag sich ein bisschen abgedroschen anfühlen, aber wenn man bedenkt, was unsere Branche alles getan hat in der Vergangenheit, um genau dieses Vertrauen zu verspielen, ja, man siehe Fake Media, man siehe die ganzen Datenskandale, man siehe die Rahmenbedingungen der Politik, was KI anbelangt. Da gibt es hunderte von Beispielen. Und genau dieses Vertrauen wiederzugewinnen, dass wir gesellschaftlich sagen können, hey, wir bewegen hier Dinge, wir schaffen einfach einen Wirtschaftswert, der messbar ist, der signifikant unsere Leben verbessert. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Die funktioniert halt einfach nicht ohne Vertrauen. Und ich bin da ein ganz großer Freund. Und ich vertraue euch, dass dieses Video ganz viele Views bekommt. Hoffentlich. Und dass ihr happy seid. Und ich würde mir auch wünschen, das Vertrauen aller unserer Partner einfach offen mit uns zu kommunizieren. Was brauchen sie mehr? Was brauchen sie anderes? Und wir machen ein sehr agiles, Eye-Level-Business. Von daher
Ich denke mal, ihr seid da hoffentlich auf dem richtigen Weg. Also ganz herzlichen Dank, wirklich, dass du dir vor allem die Zeit genommen hast hier an Tag 1. Ich meine, du hast ja unzählige Dinge wahrscheinlich zu tun. Das 121. Interview heute. Wow, Wahnsinn. Deswegen hoffe ich, ihr habt nicht so zu schnell gesprochen. Sonst. Nee, wir fühlen uns geehrt, war wirklich super. Danke für die Zeit und ja, auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag 2 dann noch. Und das Musical kommt ja noch. Also yes, das Musical um 17.30 Uhr von Yext auf der Congress Stage. I hope you will survive. Ah, das wäre der Titel für nächstes Jahr. Dann vielen Dank. Danke dir. Danke dir auch.